Ups. Dieser Laser hat einen Knopf, der die Richtung des Laserstrahls verändern kann. Ich kann nur in eine Richtung den Laser drehen. Das ist ja enorm, ist das. Das ging gerade nicht so richtig gut, habe ich das Gefühl. Tschüss. Ich werde mal nachher den Sample gucken, dass ich den irgendwie rausoperiert kriege. Ich schon dran denke. Die Frau war sicher. Ich glaube, ich muss sehr vorsichtig. Ja, vorsichtig, alles klar. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname. So, das geht. Ich dreh's mal in die andere Richtung, okay? Kleinen Moment. Ups. Okay, geht nicht. Vielleicht brauche ich auch noch nicht. Kann ich? Ich habe doch nur ganz kurz gedreht. Eine aktivierte Zeitbombe. Eieiei, Spiel gespeichert, okay. Ich speichere sicherheitshalber nochmal, weil... Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Alles könnte sie zur Explosion bringen. Verdammt nochmal. Oh. Tschüss. Das hättest du vielleicht nicht anfassen sollen. Ich berühre den Sensor besser nicht. Ja, okay. Gut, da müssen wir vielleicht später mal ran, wa? Können wir den Laser hier auch drehen? Ich muss sehr vorsichtig sein. Ja, ja. Der Strahl berührt. Ja, ja, der Strahl. Tja. Kannst du mal sehen. Warte mal, ich guck mal. Ich hab vergessen, jemanden abzustellen, ne, in dem Gas. Naja, bei der, guck mal hier, bei den Löchern. Was ist das hier eigentlich? Das ist sogar was. Was ist das? Die Schrauben, die bei dieser Abdeckung verwendet werden, haben keine Standardköpfe. Ich brauche einen speziellen Schraubendreher. Ach, das sind... Ich fasse sie jetzt besser nicht. Okay. Eine kleine, flache Feile. Eine kleine, flache Feile. Dieser Schraubendreher hat eine flache Spitze. Dann müsste ich ja bloß hier reinfeilen, wa? Deswegen wahrscheinlich unten das Dingsbums da. Okay, was ist der Schlüssel eigentlich? So ein unauffälliger Schlüssel könnte sich mal als nützlich erweisen. Wo kommt denn der her? Okay, was haben wir denn noch hier? Was ist das hier? Die Kante der Abdeckung. Die Kante der Abdeckung. Ach so, da können wir bestimmt aufhebeln. Gut, oder warte mal. Verdammt nochmal. Ups. Oder können. Warte mal. Huch. Ich muss sehr vorsichtig. Was ist, wenn ich darin drehe? Oh. Da ist eine gewisse Logik dahinter, ne? So, jetzt aber. Komm mal her. Blub, blub, blub. So. Ist doch gar nicht wahr mit dem Hausverhalten. Gibt Häuser, die halten solchen Sachen stand. Die sind qualitativ wertig.
Roboter, hier, das ist hier. Ist ja nicht wertig. So, ich speichere jetzt hier nochmal ab. Warte mal. Kann ich flache Pfeile? Dieser Schraubendreher hat eine. Die Spitze des Schraubendrehers wurde mit der flachen Pfeile gefeilt. Dreckige Pfeile, runde Pfeile. Die Spitze des Schraubendrehers wurde mit der runden Pfeile gefeilt. Ich denke, das reicht. Ach, das reicht. Ach, warte mal, vielleicht sind ja. Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Alles könnte sie zur Explosion bringen. Okay. Oh, frieren? Geht das? Solange der Sensor eingefroren ist, kann ich mit der Bombe herumspielen. Ja klar, warum nicht? Dann spielen wir mal mit der Bombe rum. Geht's jetzt? Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Okay. Alles könnte sie zur Explosion bringen. Die Kante der Abdeckung. Oh, ich war zu langsam, wa? Tatsache. Oh, ich speichere mal ab. Achtung, einfrieren. Und wahrscheinlich hier. Oh. Alter, erschreckt mich doch nicht. Ich dachte, es explodiert jetzt gerade wieder. Ich muss den Draht durchschneiden, der die Lasersteuerung mit der Batterie verbindet. Welchen? Ich speichere lieber trotzdem nochmal selber ab. Welchen muss ich durchschneiden? Den da. Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Okay. Alles könnte sie zur Explosion bringen. Oh Gott, wie viele Drähte gibt's denn hier? Verdammt nochmal. Oh. Ich glaube, ich muss den blauen durchschneiden. Was ist das hier? Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Alles könnte. Der Feuerlöscher ist leer. Ach nö. Eine Platte aus Plastik. Sieht dick aus. Verdammt nochmal. Oh. Na, irgendwie. Wenn da eine Plastik-Dings ist. Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Alles könnte sie zur Explosion bringen. Hä? Ach so. Batterie. Ach so. Verdammt nochmal. Ach, ich kann hier drüben. Aber. Ach so. Hier ist, Ich fasse sie jetzt besser nicht an. Alles könnte sie zur Explosion bringen. Hä? Die flackernde Diode bedeutet, dass der Zeitzünder aktiv ist. Ich muss mich beeilen. Verdammt nochmal. Okay, ich glaube, die Sequenz werden wir jetzt öfter sehen. Hier ist ein Draht. Ach, hier sind auch. Ach so. Oh. War ja einfach. Oh. Geschafft. Ich habe den Zünder von der Stromzufuhr abgeschnitten. Der Bewegungssensor und die Laser funktionieren nicht mehr. Aber ich kann immer noch die Uhr unter der Abdeckung ticken hören. Ich muss immer noch den Zeitzünder neutralisieren. Okay. Bewegungsmelder ist jetzt. 6 Kantschrauben. Sie sitzen fest. Ich kann sie nicht mit den Fingern lösen. Ach so. Hier, mit der Zange. Eine sechseckige. Dreckige Pfeile? Nee.
eine sechseckige Abstand. Oh, ja klar, ja klar. Ich bezweifle nämlich, dass wir hier nämlich hätten weggehen müssen. Wenn wir dann nicht mehr als Ermittlerin unterwegs sind, ne? Ah, okay. Dann können wir zum Bombenräumkommando. So, lass mal jetzt hier gucken. Lass mal nochmal den Zettel schauen. Diagramm. Die Plus müssen wir trennen. Da ist ganz viel dran. Da ist ein Diagramm. Da. Dann verliert sich das. Ach Gott. Hier bekommt der Zünder den Strom her. Und wenn wir was abklemmen, ist vorbei. Es sind viele Sicherungsdrähte. Lasersteuerung haben wir erledigt. Okay. Diese Uhr steuert. Oh. Nee, da hätten wir es vorher schon machen können. Die tödliche Maschine ist neutralisiert. Ist klar. Halten Sie durch. Ich komme. Oh, warte mal. Oh, scheiße. Ich kann nicht zurückspulen. Wer war das? Och, nee. Lass sie nicht hängen, Nicole. Na toll, Nicole. Zu schade, dass Sie es nicht geschafft haben, diese Frau zu retten. Was? Sie starb an einem Herzanfall. Es ist interessant, dass der Killer den Todesstoß nicht selbst vornimmt. Er mordet mit Maschinen und Geräten. Das ist sein Modus operandi. Lassen Sie uns auf Ihren Alleingang im Kraftwerk zurückkommen. Die Autopsie wird ergeben, ob sie da noch am Leben war. Wechseln Sie nicht das Thema. Was bedeutet? Das Thema ist Alleingang. Nun, Dick war auf dem Weg zurück zum Büro. Es braucht etwas Zeit, bis die beiden sich aneinander gewöhnen. Aber schieben Sie ihm nicht in die Schuhe, was mit Nick passiert ist. Chef. Sie glauben doch nicht, ich hätte ihn weggeschickt, oder? Wenn er einen Fehler gemacht hat, wird er ihn einsehen. Sein Wissen über die vorigen Fälle ist für uns unbezahlbar. Aber ich war es, die es richtig gemacht hat und geblieben ist. Sag mal, ist das hier ein Komplott? Chef, glauben Sie, er ist nicht unser Mann? Sagen Sie es mir. Es wäre vielleicht gut, ihn für ein paar Tage wegzusperren. Aber dafür brauche ich einen guten Grund. Er ist auf Bewährung. Solche Typen sind leicht flüchtig. Etwas aus ihm heraus. Ich muss ihn auch verhören. Auf den ersten Blick sieht er nicht so aus, als hätte er diese ganzen komplizierten Fallen aufgestellt. Höchstens ein Handlanger. Besser als nichts. Ich werde ihn verhören. Quetschen Sie ihn aus wie eine Zitrone. Ja, Chef. Dick hat die Schuld für den Fehlschlag auf mich geschoben. Und das soll ein Partner sein? Hat der das echt getan? Ich nehme ja meinen Auto. Ach, ich habe gar keine Waffe hier. Okay. Wie läuft es? Er spielt den Dummen. Man kann sehen, dass er gesessen hat. Er verlangt nach einem Anwalt. Wir kriegen vielleicht bald Probleme. Wir haben keine Zeit, blind herumzustochern. Ich habe keine Idee, wie wir schnell etwas aus ihm herausbekommen. Vielleicht sollte ich ihm die Bilder der Opfer zeigen. Oh, ja. Haben Sie die Akten der Ermordeten? Ruth wollte sie mir besorgen. Ich habe sie auch um Bensons Akte gebeten. Ich sehe in meinem Büro nach. Vielleicht sind die Akten schon da. Machen Sie das. Ich muss dringend den Staatsanwalt sprechen. Ist es dafür nicht zu früh? Es geht um einen ganz anderen Fall. Aber ich bin bald zurück. Geben Sie mir einfach 5 Minuten. Schön. Ich gehe dann. Ich traue ihm gleich nicht. Wieder da. Ich traue ihm nicht. Wann kommt die Ruth? Jetzt kommt die Ruth. Denn Ruth sollte was tun.
Tschüss. Ruth, Achtung. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Das ist jetzt nicht der Ernst. Wo waren mein... Ach, da war mein Büro. Edward Carter starb an dem Bahnübergang. Ah, das ist der. Jane Harrington starb im Kraftwerk. Guck mal, was die hier für eine Narbe hat. Word-Foto. Edward Carter. Okay. Thomas Dawkins, Stromschlag in der Küche. Ist schlecht. Madison Colby starb in einem Müllwagen. Links unten Mitte, bang, 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 bang. Ja, mal gucken. Melanie Jensen, Gasvergiftung. Gasvergiftung, okay. Das bei den Preisen. Oh, ein Stift. Was ist das hier? Wann räume ich endlich mal auf? Ja, wann? Ein schwarzer Bildschirm des Todes. Oh ja. Normalerweise war ich ärgerlich, dass Nick nicht da war, wenn ich mir seinen Schreibtisch angesehen habe. Jetzt ist er endgültig weg. Und er ist weg. Und du bist wieder allein. So, wir gucken mal bei Wang. Wang. Tschüss. Ich fasse ohne guten... Ja. Hallo, machen Sie etwas für mich? Wann immer ich kann. Der Chef ist an diesem Fall extrem interessiert. Es ist schon komisch, dass jeder Agent, der hier reinkommt, das Gleiche sagt. Wenn Sie es vom Chef selbst hören möchten, kein Problem. Ich weiß, Sie haben kein Mitleid mit Ihrem Vorgesetzten. Aber warum ihn stören? Hören Sie auf. Aber Sie lieben es doch, mit mir zu sprechen. Die IT ist krank? Ja, ich glaube, es ist etwas Ernstes. Wang, machen Sie mich nicht wahnsinnig. Wann kriege ich meinen Ersatz? Er ist beim Installieren im Serverraum krank geworden. Ein Virus hat ihn erwischt. Oh mein Grippe? Gott. Schlimmer. Ein Computervirus. Ich denke, den werden wir nie wiedersehen. Oh, bitte Sie nicht. Sehen auch nicht allzu gut aus. Vielleicht haben Sie sich angesteckt. Um genau zu sein, ihn hat ein trojanisches Pferd angegriffen. Kennen Sie die Symptome? Es ist einem nicht danach, das Haupttor zu benutzen. Oh Gott, genau. Das könnte ein Problem sein. Hier gibt es nur einen Eingang. Deswegen mache ich mir Sorgen um ihn. Ich gehe dann, aber ich werde Sie weiter auf Trab halten. Und ich dachte schon, Sie gehen zurück in den Urlaub. Ich habe Schmerzen. Ich werde ihn nicht stören. Er ist so beschäftigt. Ja, so beschäftigt ist er. Ach du. Tschüss. Ja. Und ich war letztens da und hab noch die Verkabelung überprüft. Mensch, ey, ich bin so ein Glückspilz. Darf ich rauchen? Hier ist Nichtraucher. Das trifft Sie auch, was? Was? Sie haben gesessen? Was? Sehe ich so aus? 99. Verurteilt für versuchte Vergewaltigung. Die Schlampe hat ihre Meinung geändert und ich war so angeturnt. Wissen Sie, was ich meine, Püppchen? Was ist mit Ihnen? Warum redet der auf immer so komisch? Waren Sie im Gefängnis beliebt? Das ist nicht fair. Genau. Jesus, ich hätte lieber einen Mann, der mich verhört. Wen decken Sie? Niemanden. Ich bin auf Bewährung, verstanden? Wie ist das möglich? Sie sind ein Wachmann und trotzdem haben Sie niemanden im Park gesehen. Ich bin in großen Schwierigkeiten schon wieder. Die haben Sie sich verdient. Sie brauchen einen Sündenbock und ich bin der perfekte Kandidat. Immer. Ersparen Sie mir Ihr Selbstmitleid. Mit wem zum Teufel sollte ich sonst Mitleid haben? Kennen Sie das Opfer? Nehmen Sie das weg, ich habe damit nichts zu tun. An Ihrer Stelle würde ich mir das ansehen. Nein, ich kenne Sie nicht.
Klingelt da etwas? Immer, ja. Nein. Sicher? Sicher? Opfer Nummer 5 kennt er. Erkennen Sie die Person auf dem Bild? Kommt mir nicht bekannt vor. Konzentrieren Sie sich. Lassen Sie mich in Ruhe. Sehen Sie sich das gut an. Sie glauben, ich habe es getan, oder? Erkennen Sie ihn wieder? Nein. Vielleicht erkennen Sie sie. Heißer Hüpfer. Sogar auf diesem Bild. Wo ist mein Anwalt? Okay. Wir haben ihn informiert. Ich sage kein Wort mehr, bis er da ist. Ich merke doch, dass Sie mir etwas erzählen wollen. Nein. Was haben Sie dort gesehen? Geister. Denken Sie nach. Wir kommen früher oder später sowieso dahinter. Aber wenn Sie kooperieren, drücken wir vielleicht bei Ihren Sünden im Vergnügungspark ein Auge zu. Okay. Ich kenne diese Frau. Welche? Diese. Jane Harrington. Was hatten Sie mit ihr zu tun? Verdammt, nur vom Besten, wissen Sie? Eine Verhandlung. Welche Verhandlung? Sie war in der Jury. Die anderen Leute, kennen Sie auch welche von denen? Ich hoffe, die Typen hinter den Mauern kriegen nicht mit, dass ich hier plaudere. Kommen wir zurück zum Thema. Oh. Das ist für mich das Hauptthema. In Ordnung. Sie kooperieren. Also? Sie und ein paar von den anderen Typen. Was? Sie saßen in der Jury bei meiner Verhandlung. Schön. Rauchen Sie eine. Oh. Aber mal ehrlich, würdet ihr einen Krimi gucken mit diesen Dialogen? Der wäre doch nach minus 5 Minuten erledigt, oder? Den würde man zur Seite legen. Sie haben nicht einmal gefragt, über welche Verhandlung er geredet hat? Er hatte einige. Nur 2 mit einer Jury, wenn ich mich nicht irre. Die erste war ein Mordfall. Er wurde freigesprochen. Die zweite war wegen einer Vergewaltigung. Nur die zweite ergibt einen Sinn. Er würde sich nur an einer Jury rächen, die ihn verurteilt hat. Ich weiß nichts über die Jurymitglieder. Ich werde Ruth um die Akte bitten. Machen Sie weiter. Ich werde es in einer Sekunde rausgefunden haben. Was? Verdammt, Sie dürfen hier nicht rauchen. Was? Ich werde meinen Partner nicht unterbrechen. Er soll es auf seine Weise probieren. Oh Gott.